Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Vanguard mit mir. Ja, ihr wisst ja, wir haben da letztes Mal aufgehört, also machen wir hier genau weiter. Mal schauen, was passiert. Sprichst du Japanisch? Sie leben noch! Ja, ohne Scheiß! Lass sie los! Flugbetriebsmaschinenmark, dritte Klasse Hernandez. Der undankbare Lieutenant Jacks wurden abgeschossen. Deshalb sind wir hier. Danke. Sergeant James Washington, Infanterie, 93. Division. Lenny, verarzte ihn. Habt ihr Flugzeuge? Wir müssen da wieder rauf. Flugzeuge? Wir sind schon froh über Munition. Der ist Ballast. Wird uns nur aufhalten. Ich höre euch. Schon mal geschossen? Bin durch die Grundausbildung wie du. Serge, wir kriegen Besuch. Ich habe jetzt den Steuerknüppel, Lieutenant. Du bist nur Passagier. Okay, Leute, das ist das Savoy. Weiter geht's. Kevin Hernandez, ihr kommt mit mir. Giant nennen, Kibble. Wie? Ach, komm gut, schon. Mir nach. Der weiße Junge kennt Schwergewicht-Champ Jack Johnson nicht. Aufgepasst! Ist noch ein weiter Weg. Besser als Laster aufladen, das steht fest. Hey, ihr seid also die 93. Nie gehört. Bestimmt hast du auch noch nie einen Schwarzen getroffen. Wir sind nicht gerade erste Wahl bei Anerkennung. Oh, ein farbigen Regiment. Yep. Wenn du Schlangen oder Tausendfüßler siehst, sag Bescheid. Wir heizen den Grill vor. Siehst du was? Nein. Aber der Scharfschütze erwischte Thompson auf genau so einer Brücke. Hier kommen wir rüber. Wir locken die Scharfschützen raus. Palfrey, dein Job. Gibt's im Himmel Grütze?
Lebensköder? Willst du freiwillig? Nein, dann halt die Klappe. Okay, da war einer. Siehst du was? Aber der Scharfschütze erwischte Thompson auf genau so einer Brücke. Hier kommen wir rüber. Wir locken die Scharfschützen raus. Palfrey, dein Job. Gibt's im Himmel Krütze? Lebensköder? Willst du freiwillig? Scheiße, nein! Dann halt die Klappe und behalt das Blätterdach im Auge. Los! Oh, warte. Ich glaube, ich habe jetzt eine Idee. Siehst du was? Nein. Aber der Scharfschütze erwischte Thompson auf genau so einer Brücke. Wie kommen wir rüber? Scharfschützen raus. Palfrey, dein Job. Gibt's im Himmel Krütze? Lebensköder? Willst du freiwillig? Scheiße, nein! Dann halt die Klappe und behalt das Blätterdach im Auge. Los! Rauch! Auf meinen Befehl, zeigt mir euren besten Jesse Owens. Was? Das heißt, rennt wie der Wind. Jetzt! Alle in Ordnung? Ist noch alles dran. Okay, wir müssen zu den Bäumen. Ab ins Gras und unten bleiben. Wenn ihr durch seid, sammelt euch bei den Bäumen. Ich versuche. Was machen wir überhaupt hier draußen? Die 93. soll der 23. helfen, diesen Felsen einzunehmen. In der Nähe ist eine japanische Basis. Sie wird von einem ausgehöhlten Hügel aus beschützt. Der Rest meiner Jungs sitzt hinter einer verschlossenen Tür fest. Und wir sind der Schlüssel. Was zur Hölle heißt das? Wade, sei still und mach einfach, was er sagt. Wir sichern den Hügel und rücken zur Basis vor. Wie sollen wir auf diesen Hügel kommen, Booker? Durch Anklopfen. Laut. Hey, fühlen wir den Trotteln doch was von Duke Ellington vor. Auf dem Kottenklopf steht jeder. Treib eine Trompete auf, Louis, dann nehme ich dich beim Wort. Weg von der Straße! Hey! Jetzt das Ende! Ja, so, Toreta!
Verpflichtungen gegenüber unserem Land enden erst mit unserem Tod. Das klingt nicht nach Lenny. John Adams. Soll sich John Adams doch Lennys Waffe schnappen und uns helfen? Wir tun, was wir können. Sein Leben zu lassen würde schon reichen. Mein Bruder kämpft in Europa. Wenn Mama beide Söhne an die Nazis und die Japaner verliert, nun... Hitler ist nichts im Vergleich zu Mama Howard. Ist das der Hügel? Das ist er. Heilige Scheiße! Das ist wohl ein Witz. Bist du irre? Kimmel, Palfrey, Hernandez, ihr kommt mit mir. Alles klar. Howard, du bist unser Drache. Hinter dem Stacheldraht wird der Beschuss heftig. Muss den Bastarden ordentlich einheizen. Wird gemacht, Sarge. Jackson, auf ein Wort. Mal schauen, was er von uns will. Du hilfst Private Howard unter dem Draht durch. Und dann gibst du ihm Deckung auf der anderen Seite. Verstanden? Am Himmel bin ich dein Mann. Aber das? Ich bin nicht der Gesicht im Schlammtyp. Hättest dich nicht abschießen lassen sollen. Selbstmord und Aufopferung sind zwei Paar Schuhe. Solltest du besser lernen. So, dann werden wir mal unseren Auftrag erfüllen. Ich kann das Ding nehmen. Ich lerne schnell. Schwer als aus. Noch viel heißer. Perfekt für Vergeltung. Okay, da war einer von hinten.
Mal abwarten, auf was jetzt hier noch alles getroffen wird. So, dann schauen wir mal. Oh, da steht noch einer. Der ist weg. Schießt das Leuchtsignal! Soll sie uns doch stoppen! Hast du sie nicht alle? Warum feuerst du das hier ab? Du hast gerade der japanischen Armee unseren Standort serviert! Die Einladung ist nicht für sie. Sie ist für den Rest der Männer. Komm, hol dir das ab. Jetzt, Soldat! Da kommen unsere Jungs. Kriegen die das hin? Check den Hangar. Nahe dem Funkturm. Links von dir. Ein Weltsturzbomber. Kann ihn jemand fliegen? Das war von Beginn an dein Plan. Wenn die Basis erobern, die Japaner bremsen, aber mit Luftunterstützung. Wäre mir wohl zumute. Bin dabei, Sergeant. Darauf habe ich gehofft. Gehen wir da runter. Weißt du überhaupt, wie man den landet? Werde ich schon rausbekommen. Los geht's! Bei den Panzern formieren! Ich war zu schnell. Finde die öffentlichen Wege.
Alle ausschalten! Euch aus dem Hangar. Nimm das. Gib uns Deckung beim Positionieren. Sucht uns eine Räuber. Wir machen den Rest. Ich würde sagen, wir starten das Flugzeug erst in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen, bis bald und tschüss.